Hallo liebe Freunde analoger Unterhaltung. Hi. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wir haben uns so ein richtig weihnachtliches... Und, ja, und seid nicht... Naja, ich weiß nicht, wieso das Wetter ist, wenn das Video hier ausgestrahlt wird, aber seid nicht ausgerutscht und auf den Popo gefallen. Ja, jetzt geht's schon los. Ich habe mir das schon gleich gedacht. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, mit Alex Becker. Gar nicht. Back of Butts zu spielen, das ist so eine sind so Vorlagen, die da einfach so geliefert werden. Ich muss ja jetzt dieses Klischee auch erfüllen, sonst ist das auch ein bisschen langweilig. Genau, nein. Wir spielen Back of Butts von Lucy Goosey Games und Lucy Goosey Games, ein neuer kleiner Verlag von Andreas Preis, der auch die meisten Spiele, aber nicht alle, wie er mir gesagt hat, selber gemacht hat. Back of Butts ist auf jeden Fall dazu. Witzigerweise steht hier Andreas Preis und Popobeutel, als hätte der Popobeutel selber mitgemacht. Ich weiß, das ist, ist das der Popobeutel hier? Also man kann festhalten, materialtechnisch ist schon mal mehr oder weniger drin, was der Titel verspricht. Es ist ein Bag, also ein Beutel drin. Und es gibt Holz-Popo-Marker, die sind ja da auch auf der Schachtel abgebildet. Bevor wir jetzt gleich spielen, möchte ich mit dir mal ganz kurz, wir können ja mal Sollen in die Top-Down. Möchte ich quasi mal festhalten, dieser Shape, man sieht das glaube ich auch auf der Verpackung. Ja, ja. Ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher, was ist das für eine Art von Popo so ein bisschen? Der hat hier so Hängepo-Backen, oder? Die kommen ja, so, in welcher Form ist es? Vielleicht, ist es so, wenn man sitzt vielleicht? Wenn man sitzt und die Beine wurden auch, also ist quasi, wenn man sich auf den Kopierer setzt. Auf sowas achtest du, oder wie? Nee, ich wollte jetzt mal, also wenn das Spiel Back of Butts heißt und wir haben einen Beutel und Popos, dann gibt es jetzt nicht so viel drauf zu achten, dann muss man sich auch die Popos mal angucken. Ja, man muss den Popo angucken. Auf jeden Fall, naja gut, aber das kann ich dir leider nicht, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ja, das ist vielleicht auch irgendwie so ein Stilmittel, ne? So ein Pop-Art-Popo oder so. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ja, okay. Was ich dir aber beantworten kann, ist, was wir hier machen. Ja, das ist schon mal schön, ja. Das ist jetzt meine erste, mehr oder weniger unsere gemeinsame erste. Ja, ich habe es tatsächlich schon mal so angespielt. Ich hatte ja auch den Andres da im Berlin-Kunst-Studio, falls ihr das Video gesehen habt. Genau, und es ist interessanterweise ein Spiel, nicht I split you choose, sondern I split I choose. Ja, sehr gut. Ja? Ja. Ja? Ah, also okay. Wir teilen hier was auf und dann darf derjenige, der das aufgeteilt hat, sich auch was aussuchen. Und was teilen wir auf? Wir teilen natürlich Popos. Ja, Popos. Genau, nicht Butts, sondern Popos. Ja. Ja, also, wir haben hier Popobeutel. Übrigens, für diejenigen, die immer noch Trinkspiele cool finden, trinkt doch immer mal oder macht irgendwas Lustiges, wenn wir so immer bei Popos sagen. Ja, ihr könnt jetzt nochmal zurückspulen, dann seid ihr, glaube ich, schon betrunken. Das ist ganz schön hart, ja. Nein, da sind einfach so Holzchips drin und zwar drei von jeweils unserer Farbe. Ich bin grün, Alex ist gelb. Hm. Weil wir zu zweit spielen, sind auch zwei Nichtspielerfarben drin, pink und blau. Hm. Ja, aber nur zwei Chips. Und wir haben hier noch, genau das zeigen wir euch, es gibt noch so Sonderpopos, die aber noch, die erst reinkommen, zwei schwarze, zwei graue und die, ein... Die dieses Graurot, finde ich. Ja, das Schwarz kann man ziemlich schlecht erkennen, natürlich, aber egal. Genau. Und ja, es ist relativ einfach, wenn man dran ist, muss man alle aus dem Beutel ziehen, prinzipiell. Aber man darf entscheiden, in welche drei, also man darf drei Gruppen machen. Und da kann man sich quasi entscheiden. Es sind ja jetzt noch 10 drin. 2x3 und 2x4 sind 10 überlegt, drin. Das heißt, ich kann mir jetzt quasi einfach auch fühlen und sagen, ich ziehe jetzt zum Beispiel bei der ersten Gruppe. Ich spiele das jetzt auch mal Nein, dieses Spiel darf man nur mit dem Arsch spielen. Und ich ziehe jetzt einfach mal 2. Wir müssen gucken, das, ne? Ja, erste Gruppe. Das da ist jetzt schon mal ein Alex-Popo drin, ja. Das ist schon mal gut, weil ich muss nämlich gleich entscheiden, welchen ich werte. Das heißt, jetzt mache ich noch eine größere Gruppe, sagen wir mal 4. Oh, was? Guck mal, wie ich das gezogen habe. Hast du das Gefühl, die Farbe? Ja, super. Ja, zwei grüne von mir und dann ist ja meine letzte Gruppe, da muss ich dann alle nehmen. So, naja, wir müssen hier ein bisschen weiter oben spielen, damit ihr das schon sehen könnt, aber so ist gut. Das sind die drei Gruppen und jetzt muss ich mich entscheiden, welche werte ich. Und klar, ich werte natürlich die, die mir am meisten bringt, also werte ich die und dann kriege ich pro meinem Popo einen Punkt. Wenn ich die jetzt gewertet hätte, hätte jetzt Alex 2 bekommen und ich einen. Und die, da hätte Alex einen bekommen und ich gar keinen. Also ist, sag ich mal, die Was kann ich dir denn noch klar. bieten? Nix kannst du mir bieten. Dass du mein Popo wählst. Nix kannst du mir bieten. Ich krieg einfach 2 Punkte und du kriegst nichts. Man hat auch so einen Blog, wo man wirklich auch jede Wertung gleich mitschreiben muss.
um das dann gleich zu nicht zu vergessen. Und jetzt ist es eben so, jetzt ist Alex dran. Und man hat immer die Möglichkeit, wenn man dran ist, theoretisch einen Neustart, freiwilligen Neustart zu machen. Das macht jetzt hierbei keinen Sinn. Wenn du keinen Neustart machst, kommt nämlich ein Sonderpopo rein, aber ein zufälliger. Und dieser Sonderpopo hat eine Sonderfähigkeit, wenn man ihn auswählt. Das werden wir gleich sehen, wenn wir das dann machen, wenn man quasi diese Gruppe nimmt. Aber jeder Sonderpopo erhöht auch den, also die Punkte von den Spielerpopos um 1, was einfach nur heißt, dass jetzt in Runde 2 jeder Spielerpopo schon 2 Punkte macht. Wir machen jetzt hier einen zufälligen. Oh, super. Ja, der schwarze, das ist der schwarze Sperrpopo. Das können wir schon mal sagen, genau. Der Sperrpopo, der verhindert nämlich, dass man die Gruppe überhaupt auswählen kann. Also ja, im besten Falle. Da, wo meine drin sind. Ja, so wie ich jetzt gleich die Popos hier rausziehen werde. Ich sage nur, ich führe schon 2-0. Ja, gut. Ja, so ist Heim, 2 Popo. Also jetzt Gast sind ja jetzt sind 16. Jetzt sind 16 Nachrichten. Ich nehme mal hier, ich nehme mal eine gute Handvoll. Ne? Ich gucke mal hier. Ja, das okay, ist schon mal nicht schlecht, sagen, aber diese, die nimmst aber, du nicht. Ja, aber ich werde aber wenn du deinen mal, schwarzen... Ja, mein, genau. Jetzt ist so die Frage... Fuck. Ach, kacke, jetzt. Ich habe gedacht, jetzt mache ich so eine Riesengruppe. Aber dann und ist wichtig ist natürlich, ne, dieser Sonderpunkt, der ist unabhängig davon, welche Gruppe du auswählst. Guck mal, das war ja wieder klar, der Sperrpopo ist da, wo nämlich 2 von mir drin sind. Ne? Ja gut, aber da ist gar keiner von mir. Ja. Also sprich, die Gruppe ist einfach raus. Die Gruppe darf ich jetzt nicht wählen. Du könntest jetzt einfach die nehmen, wo ich 4 Punkte kriege. Ja, genau. Ich nehme natürlich meine Gruppe hier, wo ich 2 Punkte kriege, gerade weil wir halt so einen Extra-Po haben. Ja, damit hast du quasi auch 2 Punkte. Und dann wählen wir... Also schon wieder der Schwarze. Das ist wirklich random gewesen. Ja, ist random. Das, ne, also genau. Und ja, sagt ja, normale Bereitlegen sollen deine Hände schütteln, sie lasse einen Sonderpunkt herausfallen. Ja, ne? Übrigens ist es so, falls es so kommen sollte, das ist ja theoretisch möglich, dass keine Sonderpopos mehr da sind, kann man trotzdem weiterspielen. Man soll dann auch einfach hier eins mehr. Also es wird dann trotzdem jedes Mal wird's ein Punkt mehr, auch wenn keiner reinkommt, weil es keiner mehr gibt. Aber es gibt zu diesen Sonderpopos ja noch eine extra Regel, weil wenn man in diesen 3 Gruppen, wenn sozusagen in jeder Gruppe ein Sonderpopo ist, dann gibt es einen automatischen Abbruch. Also hey, das ist eine gute Gruppe für mich. Mal kurz mal so, um es mal so zu sagen. Wenigstens ist da noch was dabei von mir. Ja. Aber guck mal, die Frage ist, willst du lieber das nehmen? Ja, das ist aber... Ja, sowas hier, 2 Sperrpopos und natürlich wieder nur meine Schatten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses You Split and You Choose Prinzip so richtig gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also hier hätte ich einfach... Da kriegst du 3 Punkte. 3 Punkte, hier kriege ich aber 6 und du 3. Es kommt eigentlich fast aufs Gleiche raus. Also ich nehme hier die 3. Kommt fast auf das Gleiche raus? Ich nehme hier 3, das rechne ich auch gleich zusammen, dann habe ich 5. Ich kann auch immer hier dich gleich, du hast, bleibst noch bei 2. Aber sonst wärst du bei 8 gewesen. Aber und du wärst bei 5. Das ist ja 3er Unterschied halt, ja. Achso, ja, neuer Sonderpop. Außer du willst einen Neustart machen. Ist da ein Neustart? Oh. Jetzt, das ist der Sonderpunkt-Popo. Wenn diese Gruppe gewählt wird, wo der drin ist, gibt es nochmal einen Punkt mehr. Und wir haben aber ja nur für mich oder auch für dich auch. Ja, für alle. Also pro Popo ist es gesteigert. Und jetzt hab, also da wäre es 5 pro Popo, jetzt ist ja schon 4 pro Popo. Oh, guck mal hier. Und ich denke mal, ihr liegt jetzt schon unterm Tisch, wenn ihr wirklich Alex Rad gefällt. Also macht es nicht. Ja, man kann es ja auch mit was anderem vielleicht machen oder so. Geht es gesperrt? Oliven essen oder so, wenn wir Popos sagen. Ja gut, dann ist auch gesperrt. Das ist auch gesperrt und da hat aber wenigstens habe ich, also jetzt wäre auf jeden Fall auch schon die Chance recht hoch gewesen vielleicht, dass in jeder Gruppe ein Sonderpunkt. Ja gut, dann nehme ich das. Das heißt, ich kriege hier 8 und du kriegst aber auch 4. Also ich push mich so ran. Ja, du hast dich überholt. Du hast jetzt 10 und ich habe 9. Möchtest du aufhören? Na, nix. Nix aufhören. Das, aufhören ist für... Ja, aufhören ist für Schlaffärsche. Genau. Nichts gegen schlaffe Ärsche jetzt übrigens, das sollte nicht diskriminieren. Nein. Ja, aber irgendwann. So, jetzt habe ich den Aufholpopo reingemacht. Ja. Gut für mich, weil... Was, das gibt's doch nicht, jetzt wo du hinlegst. Ja, weil der quasi, wenn ich die Gruppe, aber ich muss auch die Gruppe auswählen und diese 2 schwarzen Popos, die sind wirklich haarsträubend. Ja, ja. Dann wäre das nochmal ein extra Punkt für mich, weil ich hinlege. Ach, guck mal, aber da ist doch der Aufruf. Okay, da ist der Aufruf. Aber ich meine, du hast 3 Sonderärsche hier. Es ist gut, weil ich will ja nicht die Risiko eingehen. Ach, du. Irgendwas ist doch da komisch. Aber guck mal, ich habe ziemlich wenig genommen. Ja. Oh, hier ist aber der Extra-Po.
Genau. Aber da ist in meiner Gruppe. Also, ja. Also das würde quasi heißen, jetzt gibt es ja 5 Punkte pro. Das würde ja bedeuten, dass 6, und du würdest dann 12 kriegen, das wäre 6 mehr für dich. Das mache ich natürlich nicht. Ich mache hier natürlich, dann kriege ich 10 und du 5, ist ja logisch. 19 und du bist bei 15. Willst du einen Neustart machen? Nein, ich will hier nochmal. Das Problem ist, es wird ja nicht gewertet, wenn überall Sonderpropos drin sind. Übrigens, sobald der erste Spieler 28 Punkte erreicht hat, endet das Spiel mit dem nächsten Neustart. Also nicht sofort. Das könnte natürlich immer, aber natürlich, klar, wenn du natürlich die 28 und dann vorne liegst, dann kannst du natürlich auch freiwillig den Neustart machen. Verstehe. Ja? Muss aber auch dein Zug dann, ne? Ja. Das ist, sag ich mal, eine ausgeglichene Gruppe. So mäßig toll. Jetzt sind wir schon bei 6 Punkten übrigens. Aber es geht noch weiter. Ja, aber das darf ich nicht nehmen. Dann musst du es nehmen. Ja, dann hat sich das im Prinzip... Das war so eine Nullnummer. Aber es sind 12 Punkte für uns. 27 für dich und 31 für mich. Ja, okay, aber jetzt mache ich einen Neustart. Das heißt, was, aber du hast gerade was mit 28 erzählt? Eben, ach so, ja, stimmt. Gesagt. Richtig. Wir haben jetzt beide 28 erreicht. Nein, nicht ganz. Ich habe 27. Ich wollte es jetzt nur noch mal festhalten. Stimmt, richtig. Stimmt. Ja, und jetzt kommt tatsächlich der nächste Neustart. Beim nächsten Neustart endet es. Und das würde ich ja einfach machen. Und dann hätte ich einfach gewonnen. Würde ich mal sagen. Weil, wenn ich jetzt freiwillig... Naja, gut. Nee, stimmt nicht. Ich muss ja noch mal machen. Das heißt, ich mache jetzt freiwillig einen Neustart. Dann kommen die alle raus. Und trotzdem muss ich ja noch mal ziehen, wenn es jetzt ganz dumm läuft. Aber eigentlich kann ich ja nicht verlieren, oder? Ich weiß nicht. Ja, die sind jetzt alle nur eins wert, die Popos. Jetzt sind sie nur eins wert. Und ich glaube, diese Runde geht an mich. Aber wir spielen noch eine Revanche-Runde. Lassen wir dich nicht davon. So, das heißt, das, ja, und dann nehme ich halt 1-1 und dann war das tatsächlich die erste Runde. Geht an den Hunter! 32, was zu 28? Ja, ich glaube tatsächlich, man muss halt aufpassen, wenn man es halt so lange rauszögert, wenn es dann plötzlich 6 Punkte so ist, das haut halt voll rein, dann kannst du halt mit einem Zug, wenn du richtig gut legst. Ja, dachte ich ja, dass ich da zurückkomme oder irgendwie. Okay, das heißt also noch eine Revanche spielen wir. Ja. Du darfst noch mal anfangen hier. Dass ich anfangen darf? Vorhin hast du ja angefangen. Ja, natürlich. Ja. Danke, dass ich jetzt noch mal. Es war auch eine komische Runde, weil wir sofort die Schwarzen genommen haben, gekriegt haben, bei Zufall. Okay, also fang nochmal an. Eins. Erste. So, jetzt aber mal ordentlich jetzt hier. Jetzt wollen wir hier mal was sehen. Ja. Ach, wirklich? Was ist denn das? Ja, gut, ich nehme die Gruppe hier, ja? 1-1, ja, das finde ich sehr gut. Sehr gut. Sehr, aber mal, ich habe hier so schöne Zeichen gerade gelegt. Ja, ja. So, jetzt aber kein. Jetzt kommt nicht der Schwarze. Kommt nicht der Schwarze. Du hast das war der hier, okay. Das ist der Aufholpopo. Das ist interessant. Der gerade jetzt erstmal noch nicht so viel. Der Aufholpopo. Aber immerhin, es macht ja trotzdem punktemäßig Modifikator jetzt 2 Punkte pro. Okay. Es gibt es doch nicht. Also, das ist auf jeden Fall ein gute Laune-Spiel. Das kann doch nicht sein. Ich hack dir gleich die Hand ab. Das ist schon wieder hier. Also, 4 zu. Und du hast. 5 zu 3 Werte. Achso, genau, du hast 2, ja. 3. Ja, 5 zu 3, ja. Du hättest doch auch hier den nehmen können. Aber es war. Nee, das wäre egal nichts gewesen. Gehabt. Genau. Nichts davon gehabt. Der Weise nochmals. Das ist ein, genau, dann ist man gleich nochmal dran und kann, so wie ich das hier mache, sich nochmal mehr in die Scheiße reiten. 3 Punkte pro Popo. Machst du also, ich will das jetzt nicht überbewerten, dieses Spiel. Hast du eine Strategie? Ja, meine Strategie ist immer meine aus dem Sack ziehen. Ja, gut. Okay, also hier wäre der nochmal zu Po dran. Es würde und aber sonst halt, würde keiner Punkte kriegen. Würde halt keiner Punkte kriegen. Aber wenn jetzt alles andere nur schlecht ist, wobei das ist ja jetzt auch gut für dich, weil das ist der Aufholpopo. Das bedeutet ja, das ist ja super, das bedeutet hier bis zu 4 pro. Der Aufholpopo. Der Aufholpopo. Ja, weil ich hinten liege, dann kriege ich jetzt 8 Punkte und du bekommst hierfür nur 3 Punkte. Das finde ich eigentlich nicht gerecht, aber es ist so. Ja. Hast du 10 Punkte mehr als ich, auf einen Schlag? Da bin ich jetzt, bei was bin ich? 18. 8 Punkte habe ich, plus 3 sind nicht 18. Ach so, oder?
8, Entschuldigung, ich habe mich, ich, ja, Entschuldigung, 11, genau. Also ich will 18 jetzt, ich, viel gewesen. Ich wollte, naja, ja, ja, das sind nur 3 Jahre, ich dachte schon, ich muss ja fast irgendwie, möchtest du eigentlich weitermachen, oder ja, willst du jetzt ja, mal? Nee, jetzt mache ich natürlich nicht, weil jetzt ist ja der drin, das ist ja gut für mich. Also mache ich jetzt keinen Neustart. Wenn der jetzt nicht drin, für dich ja, wäre, könnte man überlegen. Ich will jetzt hier gerne mal so einen schwarzen haben. Ja. Für dich wäre das jetzt vielleicht eine Option, weil, ach, ah, guck mal, ja, ja. Upsi. Ach, meine ja, ja. Beutel-Skills werden ja, ja, das jetzt nivellieren. Vier Punkte. Also ich habe, als ich von diesem Titel gehört habe, dass wir das hier drin, habe ich kurz mal nachgedacht, könnte man das auch im Real Life mit echten Menschen spielen? Nee, glaube nicht. Dass man nackte Popos, die darf man denn aus einem Raum rausholen oder so. Das, ah, nein. Cool. Ja, perfekt, super. Sehr schön. Also dieser mit dem Aufhol. Aber was ist denn hier passiert auf einmal? Das gibt's doch gar nicht. Also ich kann, wir hatten es auch noch nie, dass er es ist auf jeden Fall sehr, es ist auf jeden Fall sehr emotional, muss man sagen. Fall. Das gibt's doch nicht. Ja, das sind 12 Punkte. Hat man dich früher beim World of Warcraft Spielen oft als Cheater bezeichnet eigentlich? Ja. Ja, es sind 15. Ich bin dir davon gestürmt. Aber ja, jetzt ist natürlich für dich gut, dass der Aufhörpopo noch drin ist. Ja, ist ja richtig toll. Ja, gut, aber komm, ich jetzt, aber ich könnte trotzdem, warte mal. Ich, aber, willst du auch mal in Deutschland ich will mal überlegen. Aber der Punkt ist, ich glaube, ich will nicht Neustadt, aber ich verkacke auch immer bei diesen Entscheidungen. Das Problem ist, wenn du einen Neustadt machst, dann hast du ja eigentlich keinen Vorteil, weil dann ist eher, ne? Ja, das hab ich auch noch nicht. Ja, außer deswegen hier wahrscheinlich. Ja, außer deswegen. Ja. Mann. Eigentlich wäre es gut gewesen, aber guck mal, überleg mal, wenn beide Bonus-Popos drin sind, ja, und du jetzt bei 5 bist und beide in einer Gruppe hast, dann hast du plötzlich 7. Und die anderen beiden gesperrt sind. Ja, weil dann, das ist schon heftig. Okay. Das ist nicht so gut. Nee, nicht auf unbedingt. Der anderen, ist auf jeden Fall nicht, aber wir hatten noch nie das... Okay, das ist einfach komplett Sperre. Was heißt denn das jetzt? Ja doch, das ist gut für dich. Hier ist noch einer. Einer ist noch und drin. Der ist auch noch plus 1. Also das wäre, der ist 6 und du musst aber dann genau, auch noch ich mal. Ich muss dann noch mal. Aber ja, ich nehme natürlich die Gruppe. Die kann ich nicht nehmen, das will ich nicht. Das heißt, es sind 6 Punkte, ja? Dann ja, bist du an mir vorbeigezogen. 21. Unglaublich. Und du musst jetzt einfach noch mal. Das heißt, du musst hier auch... Ja gut, da brauchst du... Ah ja, du hast es alles ja, fein, ja. Also, ja, wir bleiben hier ganz korrekt. Ja, wer weiß. Vielleicht kann man den anderen Raumpopo besser fühlen. Oh, so, jetzt kommt es drauf an. Das könnte jetzt die Popo-Niederlage kommen. Das könnte der, nein, das ist ja 1-1 erst eigentlich, dann, ja, wenn wir Best of Three spielen. Entweder machen. Ja gut, ja, ich denke, das, aber da haben wir, glaube ich, alles gesehen. Auf jeden Fall. Das, ich glaube, das ist ein gutes Unentschieden, würde ich sagen. Oder ein glorreiches Sieg. Ja, genau, hier habe ich noch nicht geschlagen. So, also... Das ist, was ist das denn? Ist, gar nichts ist das. Das ist nur noch mal dran sein. Ja, ist nur noch mal dran sein. Oh mein Gott. Die das ist gesperrt. Nicht, ja, oh, der andere glaube, ist auch gesperrt. Ja, das ist, und das ist jetzt ein erzwungener Neustart. Ja? Ja, das heißt, du darfst nichts werten. Ja, es bleibt spannend. Die es gäbe ja aber auch gefühlt nichts zu werten. Es gäbe gewesen. Auch nichts hätte man ja, klar. Sagen müssen. Alle kommen raus. Aber und, ich habe halt auch keine... Das ist schon heftig. Ja, aber jetzt ist es ja, ich meine, wir sind nur ein Punkt auseinander. Ja, jetzt ist es wirklich ein hartes Finish. Okay, jetzt. Es ist schon wieder, das ja, ist doch nicht wahr. Die magischen Popo-Helden. Mhm. Ja. Kann das bestätigt werden? Können wir das mal aus externen Quellen bestätigen? Hat Hunter magische Popo-Hände? Bitte. Achso, halt, warte, jetzt sind wir ja, nur siehst du, jetzt wird er ganz, jetzt wird er, wir können, ganz nervös. Wir können ihn nur noch damit du aus willst, der Ruhe bringen. Du willst dich aus der Ruhe bringen, ja, genau. Also ich krieg 2 Punkte, sind 22, du kriegst keinen ja, ich krieg keinen Punkt. 21, aber trotzdem führe ich nur mit einem Punkt. Ja, ja, ja. Und jetzt gibt es hier einen zufälligen Punkt. Der Doppelziel. Ja, also es ist, man kann festhalten, dass das Spiel lustig, aber auch fast schon ein bisschen nervenaufreibend ist. Ja, ja, also es ist nichts für schwache Nerven. So, jetzt könnte ich ja auch mal so einen halben Magic. 2 Punkte pro Stück gibt's. Jetzt ist dieses Doppelding jetzt hier nur bei dir drin, das ist natürlich albern. Ja, gut. Ja, das heißt, es sind dann 4 für dich. Das sind 25, aber immerhin 2 für mich. Das ist 24. Das ist ja ein hartes. Also ich glaube, nach der Runde bin ich willst einfach aufhören? Fertig. Willst du einfach aufhören? Nein, nein, nix da. Wir könnten, du könntest jetzt auch einfach sagen... Achso, das war gecheat, weil ich geguckt habe. Das war gecheat. Oh. Also nicht unabhängig. Oh, jetzt habe ich da mit denen, der Weiße wäre besser gewesen. Naja, egal.
Gut, ja, 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 aber es ist so, wie es ist. Ups, jetzt habe ich ja. Das ja auch noch neben dem Beutel. Gut. Also, so, jetzt machen wir jetzt mal einen schönen Zug hier. Also, es kann einfach jetzt. Obwohl, nee, es ist dann wirklich ja erst beim nächsten Neustart vorbei. Jetzt kann es schon noch eine Weile gehen. Ah, oh, okay, das ist schon mal raus. Na ja, gut, aber das ist ja immerhin. Schon wieder, er schafft es immer wieder, dass nur seine Ärsche in einer Gruppe sind. Das gibt's nicht. Es ist unerhört. Du bist bei 30 Punkten ja jetzt. 6, genau, 30 Punkte. Und ja, der brauchst du, bei mir hat sich nichts verändert. Aber das heißt, ich bin jetzt noch einmal dran. Nein, nee, also genau, nein. Du, ja, ja, genau, also weil ich, also außer, na, wenn du mich jetzt überholst, dann mach dann ich keinen Neustart. Dann hab ich gewonnen. Nee, dann mach ich keinen Neustart. So. Erst beim nächsten Neustart. So. Du wirst jetzt keinen Neustart machen. Aber war nicht Neustart erzwungen, weil du 30 nein, hast? Nein, nein, nein. Okay. Das bedeutet nur, dass das Spiel in der eingeläutet wird, in dem Moment, wo der nächste Neustart stattfindet. Ach so. Ja, das du würdest jetzt keinen machen, weil nee, dann hättest du verloren. Keinen. Ich, ja? Ich würde ihn machen, wenn ich jetzt, also du musst mich halt jetzt überholen. Es muss jetzt immer hin und her gehen. In dem Moment, wo sozusagen einer führt und drankommt, der wird eben Schluss machen. So, das und heißt, wenn ich hier jetzt wieder drei Gruppen mit Ärschen ziehe, ja, dann oder ist drei eh vorbei. Gruppen, dann ist auch vorbei. Ja, dann konnte ich dir nicht helfen. Toll, ich habe also den Verlust selbst in meiner Hand. Das ist sehr, sehr schön. Dann konnte ich dir nicht helfen, sagt er so ganz. Das ist halt dein Thema, ne? Arschlos durch die Weltgeschichte gegangen. Also, das gibt's doch nicht, dass ich auch hier nur eine Gruppe ziehe, die dich. Aber das ist doch gut für dich, weil dann könntest du theoretisch eine Gruppe ziehen, die nur dich featuret. Ja, aber das heißt auch schon mal, dass ich jetzt eine Gruppe mit zwei Sonnen. Und das ist. Das ja. Der ist schon mal gesperrt. Wie viel Airschieß hatten wir denn drin? Ne? Ah, okay. Ah, doch, Glück gehabt. Glück gehabt. Das ist ein hartes. Boah, das sind 8 Punkte. 8 Punkte sind das. 33. Siehst du, jetzt kann ich nämlich keinen Neustart machen, sonst hättest du gewonnen. Aber du könntest ja. Ja, ja, ich könnte natürlich. Ja, ja, ja. Ganz Theorie. Nein, das ist natürlich. Ah, ja, das ist dann. Das ist aber ganz cool, muss ich sagen. Schön, dass wir das jetzt sozusagen im Let's Play hier nochmal einfangen, dass eben. Jetzt ist schon so ein hart, ne? Es muss jetzt. Es ist jetzt push your luck. Jetzt musst du abliefern. Muss mal gucken, was deine Magic Popo Hände jetzt hier noch jetzt so rausholen. Jetzt muss alles rausgehauen werden, sonst ist vorbei. Genau. Also ich muss auch sagen, am Anfang dachte ich, muss ich mir jetzt immer überlegen, wie viel ich rausziehe, aber irgendwie weiß ich nicht, wie du das machst. Ich mach so ein bisschen aus der Magic des Moments. Genau, raus, also das Ding ist schon mal gesperrt. Ja, aber du hast doch zwei Sonderzeile reingehauen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Das passiert selten. Sowas passiert selten. Sowas passiert sehr, sehr selten. Ja. Ja. Also ich würde mal sagen, die beiden kannst du gar nicht werden. Oh, verdammt nochmal. 43. Aber du musst ja auch nicht unbedingt schaffen. Also, du meinst ich. No way. Ich würde jetzt mal einen Neustart machen. Ja, ja, ja. Okay, übrigens, falls euer Handy-Rechner gerade abgestürzt ist, ist auch immer mal eine gute Variante, mal einen einfachen. Es war eine ausgeglichene Partie. Ich habe aber dann wenigstens, um einen kleinen, größeren Gewinn davon zu tragen, mit 43 Punkten habe ich in dieser Partie die höheren. Du hast mehr Popo-Punkte gesammelt. Du hast mehr Popo-Punkte gesammelt als ich. Ja, das war Bag of Butts. Bis zu 4 Spieler spielbar. Ja, aber man muss sagen, zu zweit ist gar nicht so unwitzig. Also ich dachte am Anfang so, ob das wohl funktioniert. Aber ja, einfach nur, es geht halt hin und her. Ich meine, klar, man würde das eher in einer lustigen Runde spielen. Auf jeden Fall. Ja, also es ist ja also eher so dafür ein bisschen ist es gedacht. Glücksfaktor. Man kommt ins Gespräch, man kann ein bisschen auflockern. Ne? Da sicherlich schon so in die Richtung Zeitvertreib, aber im positiven Sinne. Von daher, ja, also da muss ich fast ja nur so ein bisschen sagen, schade, dass es nur bis 4 Spieler spielbar ist. Ja, tatsächlich. Also da könnte man ja sagen, warum nicht auch bis 6? Also an irgendeiner Stelle, weiß ich nicht, ob zu wenig. Vielleicht funktioniert es mit diesem Gruppenmachen nicht. Vielleicht, so gut, dass das ein Thema ist, dass du denn zu viel Zeug im Beutel hast oder ja, so. Ja, also falls der Andreas zuhört, der kann ja mal vielleicht mal drauf eingehen in den Kommentaren, warum Bag of Butts nur bis 4 Personen? Da gab es sicherlich Gründe dafür. Und ja, ansonsten. Ich finde, Lucy Goosey ist irgendwie ein sympathischer Laden, weil irgendwie haben die so eine spezielle Optik. Und auf jeden Fall steht der Spaß im Vordergrund. Und das ist ja auf jeden Fall auch sehr nett. Die haben ja auch ein paar Spiele schon rausgebracht. Also könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Waren ja auch auf der BerlinCon dieses Jahr am Start. Und ja, sehr schön. Wir hatten eine Menge Spaß. Ihr hoffentlich auch. Und in diesem Sinne,
wünsche ich euch noch einen schönen Feiertag. Ohne irgendwelche Popo-Katastrophen. Ah, ja, stimmt, ohne Popo. Nicht auf den Popo fallen und so weiter. Und ihr wisst, nicht einfach eure Popos fremden Menschen schicken. Nein, nur nein, wenn die das wollen. Das auch nicht, genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis dann. Tschüss.